Wir sind hier an der Sengbachtalsperre in Richtung Burg Höschheit. Es war ein Waldbrand gemeldet mit starker Rauchentwicklung. Bei Eintreffen war es für uns schwierig, die Einsatzstelle zu finden. Mit zwei Krattenmeldern haben wir versucht, die Einsatzstelle zu erkunden. Und nachdem wir nach einiger Zeit die Einsatzstelle erreicht haben, hatten wir das Feuer relativ schnell unter Kontrolle. Es haben ungefähr 1500 Quadratmeter Waldboden gebrannt. Schwierig war, dass wir uns ungefähr 300 Meter entfernt von befestigten Wegen an dem Wasserufer befanden. Nach Auffinden der Einsatzstelle hatten wir das Feuer relativ schnell unter Kontrolle. Also wir haben ja schon relativ hohe Temperaturen, ich denke über 20 Grad, und mit C-Strahlrohren bewässert so eine große Strecke zurückzulegen, gerade auf der Hanglage, ist schon äußerst körperlich anstrengend. Ja, und bei der Witterung, das tut natürlich einiges dazu. Und wenn ihr wieder so weit seid, dann rüstet ihr euch aus, ja? Ja. Der hat meine Telefonnummer, ich habe mein Handy aber. Olaf, kannst du mich hören? Dann vor der Ehe an mir vorbei. Da ist auch was. Stelle, dann denke ich, der hat eilig. Geil, jetzt macht er halb. Ja, halb.
Hast du gehört, Raphael? Ja, wunderbar. Okay, ich denke, ich hab praktisch. Leer? Ja, ja, die ist leer. Gut. Dann würde ich vom Flachbau jetzt mal hier umbauen. LKW von Medienkomm. Also, wir haben ein großes Auto. Die Waffe 1 kann so froh sein, heute so ein Teddy zu haben. Teddy ist SD. Du hast schon gesagt, die Pelle ist um das Teil gestrengt gebracht. Vielleicht laufen wir vom Wasser mal.